Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal, und zwar handelt es sich um Azur Lane mit Nightmare. Aber ich muss erst einmal hier Dings machen. Was ist jetzt los? Dude. Warum bist du am Laden? Das ist so typisch. Also ich starte mal kurz das Spiel neu. Bis gleich. Okay. Da sind wir wieder. Und darf ich das alles nochmal neu machen? Aber hier in dem Spiel kann man ja super auf Waifu Ism gehen. Och nö, ich will nicht. Ich will nicht. Warum steht da oben Bismarck? Das ist keine Bismarck. Das ist auch das erste Mal, dass ich da hier Dieter sehe. Wen normalerweise ist der so hier Prinz Eugen. Normal ist er wirklich Bismarck. Ich habe das Tutorial nämlich schon zweimal gespielt. What the fuck, da steht Bismarck, obwohl es eine Prinz Eugen ist. What the fuck, Spiel. Ja, aber normalerweise ist da auch Bismarck. Darf ich bitte die Seite wechseln? Ich möchte nicht auf alliierte Seite spielen. Ach, by the way, hier, Azur Lane wird nur Nightmare bringen, weil mir das Gameplay nicht zusagt. Und schon mal für euch als Vorwarnung, ich hätte mich fast nur auf Sakura Empire und Iron Platz. Ach, da hat sie Bismarck. Konzentrieren. Aus Gründen, die ich jetzt hier nenne. At least habe ich die Waifu in dem Game schon gefunden. Ich habe ja auch überlegt, wie ich das aufteile, je nachdem, ob ich Castle Pudding kriege. Wird eine Flotte nur deutsche Schiffe sein und die zweite und dritte Flotte dann nur Japan. Mal gucken, ob du herausfinden kannst, wer die Waifu ist. Also, hat es das nicht gestern schon gesagt? Ich glaube nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich eine gefunden habe, aber nicht welche, glaube ich. Und ich meine jetzt damit nicht hier die Laffey, ne? Ich hätte die kompletten Schiffsnamen eh nicht ausfindig. Oh. Und Schisshut. Ey, das ist jetzt mal historisch, das ist historisch genau. Die Bismarck hat wirklich die Hut mit einem selber versenkt. Okay, select your ship. Also ich habe da immer die Laffey genommen, weil sie halt einfach cute ist. Aber du gehst ja hier auf Deutschland. Yes. Auf Deutschland. Auf deutsche Nation, ja. Hilfe. Ich möchte meine Prinz Eugen haben, bitte. Hilfe. Also die sieht nur im Wedding Skin gut aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Tutorial in dem Game hat mich so sehr abgefuckt, dass ich noch nie weitergekommen bin. Ich bin... Reagierst du, wenn ich dich anklicke? Nee. Aktuell reagiert gar nichts, weil du dahin klicken musst, wo das Spiel will, dass du hinklickst. Das kotzt mich... ich hasse was bei Tutorials. Ja, das hasse ich auch, deswegen habe ich das Spiel unter anderem auch... Mir wurde öfter mal gesagt, ich soll mal Fate Grand Order mal ausprobieren. Haben wir dann gestern runtergeladen. Und das war auch so. Ja, du musst da hinklicken, dann musst du das machen. Ich hatte nicht mal eine Auswahl. Das war auch so. Bitte such dir jetzt eine Support-Unit aus, ne? Möchte ich machen? Das Spiel, du nimmst die. Ich will die aber nicht. Du nimmst die. Und danach habe ich den Kaffee auf. Ist ja fast schon so schlimm wie in Arknights mit den Tutorials, wo man Mails zocken muss.
Main. Okay. Was willst du denn? Ja, ist doch gut. Man merkt, dass mich Tutorials abfacken. Ich will das. Ich bin eher so ein Typ Learning by Doing, anstatt dass mir Tutorial das alles erzählt. Das Lustigste ist, Arknights The Trial komplett übersprungen. Kurze Zeit darauf Nightmare gefragt. Wie geht denn das Spiel überhaupt? Ganz ehrlich, ich möchte lieber die kompletten Mechaniken auf mich selbst selbstständig erkunden, als dass mir ein Tutorial das jetzt alles vorgesagt hat. Deswegen lese ich das jetzt auch alles nicht. Manchmal ist halt ein Tutorial schon sinnvoll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Tutorials in den ganzen Spielen, die werden immer länger und immer länger und immer länger. Ich bin hier schon beim Aufbau, ne? Was sagt er mir? Ich soll auch darauf klicken. Da bin ich aber schon. Nope, ich habe gerade eine dunkelhäutige Prinzess gesehen. Oder sah das nur so aus wegen dem dunkleren Bildschirm hier? Tutorial, fuck you. Lass mich in Ruhe. Oder lass mich mit anderen Nationen in Ruhe. Oh, komm, lass mich doch in Ruhe. Ich weiß, wie man das Spiel spielt. Bei welchem Spiel war es nochmal, wo man es so überspringen konnte? Bei irgendeinem Spiel kann man das machen. Es gibt einige Spiele, wo man das Tutorial überspringen kann. Ich finde, das hätten sie auch machen sollen. Mal gucken, ob uns das YouTube überhaupt gewähren lässt. Damit. Was? Mit Erselin. Warum? Weil wegen den kompletten Skins und sowas. Und was ist daran jetzt? Könnte bei Glass-Hearted Persons als zu sexuell gesehen werden. Ich habe eine Bimbo Raiden Shogun und eine Bimbo Barbara als Skins für Genshin. Und die Videos sind drauf. Ich verstehe gerade nicht, wo das Problem liegt. Ich kenne die Leute, die auf im Internet rumlaufen. Es gibt so Personen, die finden alles so sexuell. Die würden das Outfit auch schon als so sexuell werten. Ja, also ich sag's ganz ehrlich, wenn die Leute das Video dann reporten, müssen wir das Video eigentlich nur auf plus 18 stellen und fertig ist die Kiste. Ich darf alleine rum was machen. Hör auf mich. Nein, ich. Nein. Nom. The temperature is a bit high. Ich weiß nicht, worum es geht. Also einfach irgendwas machen. Back to school. Angel or Devil in white. Free Skin? Was willst du nächstes von mir? Ach so, war ein Spiel zum. Ich will aber grad nicht. Are you fucking kidding me? Erst lass mich hier in Ruhe und dann. So, warte, so. Erstmal nochmal. Ich muss erstmal gucken, wie ich nochmal Prinz Eugen verfreak. Weil die Klappe, die spiel ich eh nicht. Weil ich die erst austauschen kann. Wie ich nochmal Prinz Eugen verfreak kriege. Missions Weekly. Seit neuestem hockt eine der beiden schwarzen Katzen, die wir haben, immer auf meinem Balkongeländer. Wenn sie Spaß hat? Ja, aber irgendwie nur, wenn ich die Tür offen habe.
Also die Balkontür gekippt habe, besser gesagt, und sitzt die am Geländer. Ansonsten ist die nicht am Balkon. Komm, dann machen wir hier. Wow, mir empfehlen. 6 Coins, um ne gleich 3 Puls zu machen. Don't try it again. Nein, ich spiele hier nicht. Dich auch nicht. So. Ja, das sind meine. Nee, jetzt fehlen mir noch ein Coin. Okay, jetzt fehlen wir mehr. So, was wollen die jetzt von mir? Zur Kosten. Das kostenlos. Das hört sich doch gut an. Hallo. Habe ich gerade gesehen und den Skin, der mir vorher direkt ins Auge gesprungen ist, den gibt's for free. Hä? Nee. Hä? Nee. Ich hab mich nur verguckt. Du meinst den da? Ja. Nö, du kannst den aber aktuell mieten. Kostenlos mieten, ausleihen quasi für ein paar Tage. Also da hat irgendwas geblinkt. So. Das ist schon mal ein japanisches Schiff. Hm. Ja, muss hier jetzt mal irgendwas reinpacken. Ich werde aber ausgetauscht. Also, das ist zwei Britisch. Ne, das ist, glaube ich, amerikanisch und das ist britisch. Ich mag die Briten weniger. Oder auch ich hier meine Dings aussuche. Wie kann ich dich hier umtauschen? Da habe ich mal was Besseres. So. Wie lange sollen die Folgen eigentlich gehen? Das lasse ich ganz dich entscheiden. So, Formation. Nein. Hat was nicht. Doc war es da, genau. Wo ist er? Da bist du. Boost XP. Automatik. Nein, ich bevorzuge überhaupt keine deutschen Schiffe, nein. Das werden wir noch sehr oft hören in dem Let's Play. Ich weiß ja gar nicht, wie man darauf kommt, dass ich das mache. Was wollt ihr von mir? Ach, hier, genau, hier kriegt man Prinz Eugen for free. Nach 8 Tagen. 8 Meinungen. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir schon mal ihren Bikini-Skin hole. Bevor der Außenshop raus ist. Aber. Kann ich irgendwie sortieren nach Charakteren? Nee. Na. Hä? Der hat jetzt nichts mit dir zu tun. Wow, die haben die Razer-Skins drin, aber nicht den von Prinz Eugen. Skin für dich? Ja. Hier gibt's bestimmt einige Skins für mich. Ich will mal behaupten, gut, die Hälfte der Sommerskins ist das für dich. Wenn nicht sogar alle. Kommt drauf an, wenn da deine Mädel von gerade eben einen Sommerskin hat, die mit den kurzen Haaren, die du ganz kurz angeklickt hattest, dann nicht. Wo ist denn Prinz Eugen? Ich brauche den Skin. Kannst du da gar nicht sortieren? Ich würde ja gerne. Ich kann ja nur die ich schon habe, ausblenden. Oh.
Ich glaube, ich muss mir schon mal die Skins holen, bevor die aus dem Shop raus sind, weil die rotieren ja immer. Das heißt, erstmal viel Money da lassen. Erwartet es von einem Rail anders? Ich meine, Arknas wird am meisten gewählt noch, aber. Wäre es denn aus der Lane möglich, Skins ohne echt Geld zu kaufen? Ich glaube, die kriegt man auch noch so. Irgendwie kann man die hier auch noch kriegen. Ja. Wenn nämlich nicht, dann wäre das Spiel sowieso nichts für mich. Hä? Habe ich es jetzt einfach. Chippets? Habe ich es jetzt einfach nur über. Da, okay, da, leiser. Den muss ich mir gleich um. So. Kurz Exkurs gehabt, ungeplanter. Dann spielen wir mal die Story ein bisschen. Ich glaube eigentlich, kann ich gleich mal die Flotte ein bisschen ausdünnen. Weil mein deutscher Sascha will jetzt eh alles machen. Alleine. Auf meinem anderen Account habe ich ja das Problem. Ich habe über 23.000 Öl und kann nichts mehr einsammeln von meiner von meinen Geschenken. Weil ich halt eben maximal Öl habe. Also maximal darf ich, glaube ich, 5.000 haben. Das Problem ist, eine Stage kostet nur 10. Okay. Das heißt, ich werde das Öl so schnell nicht los. Also Öl ist gleich Sanity. Weil Schiffe fahren ja mit Öl. Achso. So, aber Formation, aber. Ne? Ja. Du darfst raus. Du darfst raus. Und du darfst raus. Nein, Taka, nein, komm wieder rein. Doc. So, Takao. Was hast du denn für einen Skin? Der ist aktuell drin. Der ist aktuell drin. Der ist aktuell drin. Der ist aktuell drin. Der nicht. Achso, ist eh. Auch sein Skin. Der kriegt man hier. Ja, bla, falscher Skin. Was ist der? 700, ne? Okay. Da muss ich da mal gleich mal gucken, welche Skins ich mir schon mal hole. Der neue Genskin hast du jetzt aber nicht gefunden, oder? Doch. Ah. Aber eigentlich mag ich einen Racing Skin nicht mehr. Oh. Okay. Ich habe das schon mal gespielt. Kurz für die Zuschauer. Oh, sehr lange her. Ich glaube, das letzte Mal war vor einem Jahr, bevor ich es gestern wieder runtergeladen hatte. Und dementsprechend habe ich einfach keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Also bitte, falls ich was falsch mache, könnt ihr gerne in den Kommentaren darüber meckern. Das hätte ich jetzt nicht angeboten. Sorry, dass wir darauf viele Klicks kriegen, also Ich sag's aber mal gleich, wahrscheinlich werden 90% der Thumbnails von Prinz Eugen oder von Bismarck besetzt werden. Gegen Prinz Eugen habe ich hier nix. Deutsche Schiffe haben auch einfach Style. So, das ist das Einzige, was mich aktuell bei dem Spiel abfuckt, ist, dass du halt bei manchen Stages die paar Mal spielen musst, damit du auch perfekt hast.
das haben wir jetzt auch perfekt. Und wir haben 20 Minuten voll, deswegen würde ich sagen, dann machen wir bei der nächsten Folge weiter. Jo. Und ihr jetzt von mir? Okay. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.